Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Round One. Olli ist auch wieder dabei, Hallo. wie ihr vielleicht schon seht. Wir spielen heute Escape Room. Eigentlich der kranke Kollege, aber da kommt jetzt gleich eine Geschichte zu und deshalb machen wir heute Der den kranke zweiten Kollege? Raum. Fragezeichen. Genau. Deshalb machen wir heute, wie gesagt, weil da jetzt gleich was zukommt, den zweiten Raum, also Barbaras Geheimnis. Genau, folgendes Geschichte ganz kurz zusammengefasst. Wenn man das im Multiplayer, im Singleplayer starten will, steht das dann da. Dieses Spiel ist übrigens kostenlos und kann einfach so auf Steam von euch runtergeladen werden. Aber der erste Escape-Raum, der auch das Tutorial mit beinhaltet, der ist in einem real existierenden Escape-Room nachempfunden. Das hat allerdings der Originalbesitzer des real existierenden Escape Rooms mitbekommen und hat den Entwickler dieses Spiels hier angeschrieben, dass er das doch bitte runternehmen soll und deswegen muss der jetzt den ersten Raum nochmal umändern. Aber es gibt einen Button, den wird Lizzie euch sicherlich am Ende dieses Videos zeigen, womit man ganz viele Achievements kriegt. Also solltet ihr Achievements haben wollen, ladet euch dieses kostenlose Spiel einfach runter, klickt auf Unlock Achievements und habt 13 neue Achievements oder wie viel es auch immer waren. Ja, wenn man so ein Achievement-Hunter ist wie Schatzipo, dann kann man das natürlich machen. Oh, haben wir uns gerade für denselben Typen ausgesucht? Okay, dann nehme ich doch einen anderen. Ich habe extra einen Typen genommen, weil ich dachte, du bleibst bei der Oma. Ja, ich bin wieder bei Margaret, warte mal. Margaret? Okay, ich nehme Margaret. Okay, dann Ready Steady, würde ich sagen. Und dann starten wir. Oh! Ich fühle mich. Oh, ist Oh! das langsam. Oh, oh. Hallo. Halten zum Betrachten. Oh, Du Moment. hast einen kompletten Schrank in der Hand. Ach nee, das ist kein Schrank. Das ist nur so ein Dingens. Wie kann man denn die Moment mal. Sachen hier aufheben? Wie machst du das? Ich habe rechts geklickt. Ich kann hier mit mittlerer Maustaste kann ich pingen. Ja, pingen kann ich auch. Hast du Musik oder Nö. sowas? Also ich habe gerade ein Geräusch gehört. Ja, das habe ich auch. Halten zum Interagieren in Wir andere brauchen hier eine Richtungen. Schere. Hier ist Duct Tape drauf. Oh, Schatzi, ich hab da was. Warte. It's really frustrating. We've such a high demand for our goods, but we can't deliver fast enough. We have to optimize before we lose customers. All right, I'll schedule a meeting with Simon next week. Ooh. Maybe I'm being paranoid, but I got the feeling someone is watching me. Just know, he keeps popping up wherever I go. I think I saw him first at the gas station. What is he up to? What if he's there? I need to take precautions, just in case. I guess the hairdresser is Das not wollte ich gar coming nicht. today. Oh, Again, hier sind so Schubdinger. annoying. If this Ich habe happens ein Rätsel one more gefunden. time, I swear he won't get his money. Selling cold. We're meeting tonight at our Ey, die cafe. Flasche habe ich dir schon I'll come geklaut. back. Komm mal her. Komm mal runter. Hier, da, das Rätsel. I really like her. Nice. I hope this time I can make it work somehow. Oh, da ist auch ein Rätsel. They said a Oh. man tried to break in earlier today. Ich bin ein bisschen someone irritiert vor dem Spiel. Ich bin leider bessere Escape What Room-Sachen the gewöhnt. fuck? Also ich muss sagen, It's die alte geht mir auf den Sack, die du da angemacht hast. Ja, ich wusste nicht, dass die 8 Millionen Jahre labern wird. Ist halt ein bisschen problematisch, muss ich gestehen. Geht mir halt echt so ein bisschen auf den Keks. Oh, das passiert. Oh, oh nein. Frage ist halt, wo muss der Kreis sein, ne? Haben wir irgendwie eine Vorlage dafür? Sûr? Nicht, dass ich wüsste. Oh, jetzt habe ich hier alles in den Weg gestellt. Also, vielleicht sind wir auch einfach zu dumm und kriegen das hier nicht hin. Oh, da ist eine Uhr, ja? Uhr sind immer gut. Die Frage ist, bewegt die sich oder bewegt die sich nicht? Ich habe Ich Geld gefunden. glaube, die bewegt sich. Du hast Geld gefunden. Geld ist Ja, gut. ganz viel. Oh, warte mal, da ist was. Ah, nein. Hier. Hat sich schon gelohnt, der Escape Room. Wir gehen einfach wieder. Ja, okay, machen wir. Easy going. Das ist halt echt die Frage, wofür brauchen wir das? Ich weiß es nicht. Ich nehme hier meine Trittleiter mit.
Was haben wir hier? Eine Gießkanne. Dass man nicht mal den Kühlschrank aufmachen kann, das frustriert mich. Okay. Hier oben war ein Schlüssel. Ein Schlüssel? Schlüssel hier. Nicht wegschmeißen, du komisches Menschlein. Halten zum Interagieren. Zum Zielen? Was? Jetzt ist es durch. Ich finde das nicht so einfach. Ja, ich muss auch sagen, das ist irgendwie nicht so einfach hier. So, das hat vier verschiedene Dinge. Okay. Jetzt sitzt er da schon wieder unten. Hallo, gib mir das. Hallo. Hä? Oder ist das der Raumschlüssel? Würde mich wundern. Vor allen Dingen, weil hier kein Schloss ist. Ach so, ja, das kommt da noch dazu. Ich weiß halt nicht, wie ich den benutze. Vielleicht damit? Nö. Ich habe das jetzt mit Alt probiert, dann wird das hier auf jeden Fall gelb. Das habe ich auch schon mal probiert. So. Wir kommen hier einfach nicht aus dem Zimmer raus. Also wir kommen hier einfach nicht weiter, weil wir den Schlüssel nicht hinkriegen. Das wird sein. Halten zum Drehen. Drücken oder nutzen zum Interagieren. Okay, das nicht. Oder ist das ein Fall von... Ich bin so dumm. Boah, ist das laut! Ich habe so leise gemacht, ich höre einfach gar nichts. Also das ist schon mal gut, aber das gehört da nicht hin. Das muss irgendwo anders hin. Diese blöden Kisten hier auch. Ah! Die Kiste hat mich erschlagen. Okay, also ich bin ein bisschen irritiert, muss ich leider gestehen. Irritiert? Aber massivst. Das Einzige, was ich wirklich machen kann, ist hier alles anklicken und alles geht nicht. Alter, was haben wir hier? Perfect with hot and spicy meat. Powerful, rich, elegant. Was, wo? One wine is a high-class product. Also, our wine is a high-class product. Containing only hand-picked ingredients, which are carefully re... Keine Ahnung. Wo ist der Schlüssel jetzt eigentlich? Ach, da oben. Auf dem Ding drauf. Da komme ich so nicht mehr drauf. Verdammt. Moment. Halten zum Ziel. Okay, das geht auch nicht kaputt. Use. Hold to aim. Ja, nö. Macht er nicht? Nee, ich verstehe es halt auch nicht. So. So. Ich habe keine Ahnung, ey. Ja, mir geht's ganz ähnlich. Ja, ich glaube, das X kommt in die Mitte und der Pfeil hier oben in der Ecke, wo das Loch jetzt gerade ist. Würde I don't know. Minisa. Die hässliche Wandtapete, ne? Kann das vielleicht ein Zeichen sein? Das könnte. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich absolut keine Ahnung. Haben wir ganz viel Geld. Dann würde ich das nach oben packen, das nach ganz unten packen, das nach da und das nach da. Was damit allerdings passiert, I don't know.
Na, ich glaube, das war nicht so richtig. Ich glaube, wir müssen diesen Kackschlüssel da reinkriegen. Hey, warum beschmeißt du mich damit? Warum stellst du dich da einfach hin? Die Blume kann ich ja nicht runterholen, oder was? Das gibt's doch nicht hier. Ich fühle mich so dumm. Ja, ich mich auch. Warum geht das hier mit diesem kleinen Schlüssel nicht? Nutzen wir den Schlüssel, um das Panzertape kaputt zu machen? Nee, scheinbar auch nicht. Okay, hier oben ist nichts drauf. Schade. Ich hatte die Hoffnung. So, wir haben diesen scheiß Schlüssel. Ja. Und den können wir... Oh, da ist was. Was ist wo? Warte. Hier ist noch ein Schlüssel. Vielleicht ist es der Schlüssel. Wir hatten einfach den falschen Schlüssel. Monday night. Income for November. Ich habe noch mehr Money gefunden. Hier, auf unser Moneyhaufen. Okay, also wir müssen irgendwie morsen. Ja. Aber was müssen wir morsen? Einnahmen im November. Vielleicht sind das hier die Einnahmen, die wir hier haben. Ja, das würde ich auch so sehen. 1, 2, 3, 4, 5. Body hier. Ich weiß. Wir haben hier 10.000 Dollar. Und das hier sind? Das sind 10er Haufen. Das ist ein 10er Haufen. Das ist ein 1.000er. Das ist auch 1.000. 13.000. 14.000. Okay, wir haben 14.000 Einnahmen gemacht. Ende. Fertig. Null. Hier bitte. Vielleicht haben wir noch nicht alles gefunden dafür. Das könnte sein. Okay, also wir haben jetzt dieses Morse-Ding, aber was sollen wir denn jetzt morsen? Das ist eine gute Frage. Maus mal die Uhrzeit. Nee, das funktioniert nicht. Die geht wirklich weiter. Aber wir haben Sonntag da drauf. Habe ich mal erzählt, dass ich irritiert bin? Ja, diese Kisten irritieren mich. Oh. So. Kann ich die denn auch aufmachen? Ne, die kann ich nicht aufmachen. Okay. Welche kannst du denn aufmachen? Keine. Ach so. Altkleidersammlung. Ja, hier ist auch noch eine Altkleidersammlung hier am Dings, aber... Da können wir auch nichts mitmachen. Das kann doch nicht sein, dass man damit nichts machen kann. Oh, ich habe eine Idee. Ich hänge fest. Ich habe irgendwas mit den Hints hier gerade aufgedickt. So, warte mal. Ich habe eine Idee. Was hast du denn mit für den Hint? Warte, lass mich mal gerade. Dein Kopf guckt aus dem Bildschirm, aus dem Tisch raus. I did it! Was war denn jetzt? Hier, die Höhen von den Klamotten an dem Kleiderhaken. Das habe ich da unten eingegeben. Die Höhe von den Klamotten? Ach so, ah, und das hast du rausgefunden, weil du auf Hinweis gedrückt hast? Nein, habe ich nicht. Okay, das ist übrigens. Das Hint. Ja, irgendwas mit dem Hint ist hier gerade aufgeplatzt. Wahrscheinlich, weil wir es nicht geschafft haben, so schnell irgendwas hinzukriegen. Bei mir auch. Bist du frustriert, benutzt doch einen Hint. So, wir haben Geld.
Und wir haben den nächsten Schlüssel. Den packe ich einfach hier rein. So. Das ist noch ein 10. Den hast du wo reingepackt? Den hast du nämlich gerade einmal da durchgeschmissen. Der ist jetzt weg. Der ist hier links im Fach drin. Bei dir vielleicht, bei mir nicht. Und noch ein 10.000er. Ja, nö, der ist bei mir weg. Das heißt, du musst es auf jeden Fall machen. Okay, oh. Jetzt erstmal die Einnahmen hier. Wir haben 34.000. Wenn du es genau machen willst, haben wir 10.000 plus 10.000 plus 10.000. Ja, dann mach doch mal. 10.000, mir fehlt Musik. Plus 10.000. Bubidi, 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 bu. Plus 10.000. Wubidi, wubidi, wub. 1.000. Ich mach die Musik. 1.000. Bu, 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 bu. Plus 1. Yes. 34.000. Addiere sehr große Zahlen. Ja, und jetzt? Ja. Haben wir das gemacht? Und was müssen wir hier mausen? Das weiß ich noch nicht. Hinten drauf steht auch nichts. Oh, hier ist was aufgegangen. Oh, 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 oh. Oh, ah. Was ist wo aufgegangen? Das Skalpell hier! Haha, warte. Ja, dann mach den Kühlschrank auf. Ah, aber guck Turnschuh. Mal. Ah, kann ich Schatzi damit um. Größe 37. Zu klein. Es ist ein Aldi-Dos. Ein Aldi-Dos? Ja, das ist die gute Marke von Aldi-Dos. Oh, da oben ist das Zeichen. Ja, wir haben ein Männchen mit den Pfeilen so gegenüber. Also wir haben es genau falsch rum gemacht. Hier, riecht nach Käse, lege ich dir jetzt hier hin. Riecht nach Käse? Ach, den Aldi-Dos. Den Aldi-Dos. Ja, genau, die Pfeile gucken zueinander. Ist richtig schön. So. Das Kreuz ist unten in der Mitte. Und ja, der Bubbel ist da drüber. Ja, ich muss da erstmal... Erstmal aufräumen. Erstmal das da. So, Kreuz unten in der Mitte. Unter dem Bubbel. Ja, ich arbeite mich von oben nach unten durch. Dann sind da so die schrägen Linien. Die eine auf der einen Seite ist ja schon korrekt. Die ist korrekt, die... Ja, und die muss jetzt nach da oben. Ja, die war korrekt, die du... Genau. Ich stelle das einfach noch 50 Mal im Kreis, bis es klappt. Ja, ist das eine gute Idee. So, jetzt muss aber das X unter das Bubbelchen. Das sieht auch gut aus. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Jetzt check ich nichts mehr. Brauchst du nicht. Alles gut. Hauptsache, du weißt, was du willst. Das tue ich nicht, keine Sorge. Okay. Das ist jetzt genau falsch rum. Das jetzt nochmal andersrum. Ja, genau. Die langen müssen nämlich nach oben an den Seiten. Ja, ich weiß doch. Ich weiß nur wie. Ja, du hattest es ja schon und dann hast du es weggedreht. Ich hatte es nicht. Doch, hattest du. Dann musst du das jetzt machen. Nee, ich mache jetzt hier gar nichts mehr. Ich gehe jetzt hier in meinen Schrank. Mach das bitte wieder auf. Ich muss da ab und zu mal gucken. So. Aber eigentlich ist da tatsächlich eine Linie mehr, als es die gibt. Also die gibt es gar nicht. Die Ecke muss darüber. Denn da ist noch eine Linie unter dem Bubbel, die gar nicht existiert. Ist das falsch? Nee, das ist richtig, oder? Ja, bloß jetzt muss der Bubbel noch nach da. Ach so, eins weiter nach unten. Ach, meine Güte. Lass mich hier durch! Oh, das ist ganz schön dunkel hier. Hast du eine Taschenlampe dabei? Nee, ich habe einen Wein. Oh, ich bin unten. Ich habe Licht angemacht. Ich glaube, ich bin die Treppe runtergefallen. Oh, Fußspuren. Oh mein Gott. Und Reifenspuren. Gruselig. Hier wurde jemand überfahren. Und hier sind Sachen geklaut worden. Hier, ich habe einen Ausweis. Ein Handy. Und Steuer.
Also da lag auf jeden Fall irgendwas. Rebecca aus Hamburg, meine Fresse. Ja, Rebecca. Und da aus der Osterstraße 297, meine Güte. Da sind Löcher in der Wand. Und hier ist so ein Bibidi-Boo. Hier müssen wir einen Code eingeben. Der hat hier mit zu tun. Okay. Mein Bein juckt. Wir haben noch Nina Baumgarten aus Berlin. Oh no. Oh, Nina, dein Ding ist. Das war nicht richtig. Ach so, Geburtsort Berlin. Ah, okay, das ergibt Sinn. Okay, ich krieg das noch hin. Nein, krieg ich so nicht. Okay, warte, du hast gesagt Nina? Nein. Ja, Nina Baumgart aus Berlin, die jetzt in Lübeck wohnt. Wie alt ist die denn? Moment. Nina Baumgart aus Berlin, die ist 99 geboren. Das heißt, wie alt ist die jetzt? Ich weiß nicht, welches Datum wir haben. Das ist ziemlich ungünstig. Hier sind nämlich nur Alter und da steht auch kein Name drauf. Alter. Alter! Steht da drauf, was die gerne tut? Wahrscheinlich nicht. Auf Perso steht das immer drauf. Haare und Augenfarbe? Das kann ich dir jetzt so spontan nicht sagen. Ich bin nämlich gerade nach oben gegangen. Wow, lässt er mich einfach hier alleine. Ja, ich habe geguckt, ob ich hier irgendwo einen Kalender finde. Warte, oh, Nina. Hier können wir einen Code eingeben. Nina. Oh, hier, Flaschen. Hier sind die Flaschen. Nina hat braune Augen und, ja, Haare kannst du nicht erkennen. Okay, also steht das da nicht mit drauf. Sieht hier so falsch aus. Okay, also mit den Flaschen, ja? Ja. Irgendwas muss 100% mit diesen Flaschen passieren. Und da wir noch eine haben... Meinst du, die einfach dazulegen? Würde ich, glaube ich, machen. Oh, Entschuldigung. Warum machst du das aus? Entschuldigung! Hä? Irgendwie ist das... Jetzt geht's ran. Okay, hatten wir noch einen Schlüssel übrig? Nein. Okay. Hier steckt auch noch eine in der Wand. Eine Flasche, also mehrere sogar. Also ich habe das Gefühl, wir müssen die Sachen hier erstmal zuordnen. Und demnach gehört auf jeden Fall ein Ausweis hier rein. Warte mal, wie kann ich drehen? Kann ich Sachen drehen? Rotate mit R. Toll, jetzt habe ich den zu weit gedreht. Nee, der ist es nicht. Das heißt, der wird auch nicht passen. Könnte es das Handy sein? Nee, das ist zu groß. Was ist der Sinn? Da ist ein Stück draus. Also man sieht, dass da was lag. Und ich gucke jetzt gerade, was da hin muss. Ach so. Gar nichts von den Sachen, weil nichts von der Größe passt. Vielleicht der? Ne, das ist viel zu groß. Kommt das da wieder rein? Gut. Okay. Und das schwarze Handy lag da von Anfang an? Ja, das lag da von Anfang an. Hier stehen keine Gravierung oder sowas. 18, 21. Steht irgendwie auf den Persos eine bestimmte Dingens drauf? Warte mal. Stumm eine Nummer oder sowas, die man erkennen kann. Rebecca Buchberger. 210E. Weil da unten sind nämlich 210 210E. Nö. Gut.
Okay, mit denen können wir aber auch nichts machen, fällt mir gerade so auf. Aber 100 Pro hat es halt mit den Nummern zu tun irgendwie. Ich wette, ja, wir müssen okay. herausfinden, welche drei hier ausgewählt wurden. Eine ist blau, eine ist grün, eine ist rot. Ich habe so absolut gar keinen Anhaltspunkt. Oh, ich hab eine Idee. Ich kann nicht rennen, das ist doof. Ja, nur Zoom, das ist mir auch schon aufgefallen. Okay, ich bin mir sicher, die eine ist die hier. Piano playing guitar, brown, 24, die 09C 2021. Weil? Die in der Mitte. Guck dir den Ohrring an. Und wir haben hier so einen Riesenohrring und nur sie hat den. Oder ist ein Armreif? Könnte auch ein Armreif sein, bin mir nicht sicher. Upsi. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube tatsächlich, es ist ein Armreif, aber. Was haben wir denn da? Was bist du denn eigentlich? Ist das ein Schraubenschlüsselzieher? Feuerzeug? Aber alles, was man nicht benutzen kann. That's the problem. Die Ringe kann man benutzen, aber da steht nichts drin, also zumindest in dem hier nicht. Habe ich mal erwähnt, dass ich so absolut überhaupt keinen Anhaltspunkt habe? Hey! Mach das Licht wieder an! Ich wollte nur gerade mal gucken, ob hier vielleicht irgendwas Fluoreszierendes ist oder so. Ich fluoreziere dir gleich eine ins Gesicht. Wenn du das Licht nicht mehr anmachst. Ist ja okay. Also ich untersuche hier gerade was und dann macht er einfach das Licht aus. Tja. Okay, das hier gehört auf jeden Fall einem kleinen Kind. Ja, also Pink gehört einem kleinen Kind. Das ist schon mal gut. Also wahrscheinlich unten links. Unten links? Ja, könnte sein. Naja, oder der 12-Jährigen. Ja, könnte auch sein. Also einer von beiden. Ducks and walking. Making games with my computer. Es ist 100 pro die 12-Jährige. Würde ich sagen. Ich hole jetzt erstmal die Weinflasche. So, und das hier würde ich der 12-Jährigen zuordnen. Frag ich das einfach mal da rein. Da haben wir sonst nichts weiter. Brown. 2001.2001 steht dann irgendwo, das ist schon mal geil. Ich weiß ja doch echt nicht, welches Jahr wir haben. Ja, das wäre schön zu wissen, muss ich echt sagen. Ich glaube, wir müssen uns oben nochmal das Ding anhören, oder? Könnte sein. Oh, die kann man umdrehen. Das ergibt Sinn. Ich höre mir das Ding nochmal an. Oliver steht hier drauf. Hi. Und du bist German. Das ist korrekt. Oh, ich sehe das sogar.
2022. Da ist man schneller. Die ist 22. Ich weiß, wer die zweite ist. Sehr gut. Naja, oder die erste. Das ist die Swimming-Alte, 23. Red Brown, Brown Eyes. This is swimming. Das packe ich einfach mal dazu. Ich glaube, ich liege doch falsch. Spanisch. Okay, das sagt mir einfach gar nichts. Mir auch nichts und ich dachte, ich wäre richtig, aber ich glaube, ich bin falsch. Der Wein ist von 2019. Ich probiere mich hier jetzt einfach durch. Das Problem ist, dass es bei 6 Dingern echt viele Auswahlmöglichkeiten gibt. Das ist korrekt. Und ich habe auch das Gefühl, ich mache immer nur dieselben. Ich habe keine Ahnung. Lalalalala. Oh, keine Ahnung. Normaler Ring, das Verlobungsring, das ist ein Armreif. Ach, du hast den Zettel hier mit runtergebracht. Ja. Ich war gerade etwas irritiert. Wow. Hm. Wow. Ja. Hm. Was hat's mit den Flaschen auf sich? Und mit den Fußspuren hier? 2, 3, 4, 5. Machst du mal das Licht aus? Ja. Okay, nee, hier ist doch nichts drunter. Okay, schade. Kann halt auch von hier nicht durch das Loch da durchgucken. Und den Tisch können wir auch nicht wegschieben, ne? Also dieses Handy ist total plain und tut gar nichts. Und das lag da schon, sagst du, ne? Ja. Ich habe halt einfach keinen Anhaltspunkt. Ich weiß nicht, was... Also... Ich halt auch nicht. Und vor allen Dingen hier liegen auch so viele Sachen auf dem Tisch, aber man kann ja auch nicht alle unten nutzen. Und das ist halt auch so ein Problem. Und der Hinweis ist auch scheiße. Da heißt es nur, ja, die Sachen sind sortiert. Ja, die Sachen sind gar nicht sortiert.
Vielleicht können wir alle Handys hier reinpacken. Dann den Schmuck irgendwo rein. Meinst du, dass das so gemeint ist? Weiß ich nicht. Vielleicht. Hallo. Und dann die Ausweise in die Mitte. So, und dann haben wir 3, 2, 3. Also wenn... Hier ist auch... Irgendwie wird das da manchmal schwarz. Minus x 0. Wenn man so steht, sind die Buchstaben alle schwarz. Ja, das stimmt. Ja, so auch. I don't know. Ich kenne Ida auch nicht. Und der, wie gesagt, der Hinweis, der bringt immer auch nichts. Der sagt einem nur, dass da was sortiert wurde. Frage ist halt, ob wir rein theoretisch, ja, noch Sachen aus dem anderen Raum brauchen, die wir vielleicht noch nicht gefunden haben. Ja, keine Ahnung. Könnte sein, könnte nicht sein. Oder ob das hier ein Standalone-Raum ist im Prinzip. Und hier auch die Frage, was ist mit den Weinflaschen hier? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die hier so grundlos stehen. Warte mal, bleib mal da stehen und guck dir mal den Wein an, ja? Ja. Ja, schwarz. Okay. Also richtig gut. Ah. 2019, ich habe keine Ahnung. Schatz, das ist ein schlechtes Spiel. Die Idee war gut, aber irgendwie fehlen mir Anhaltspunkte. Mir fehlen auch Anhaltspunkte. Bin zu dumm dafür. Ja, ich auch. Ja, wir haben ja noch Monday Night. Aber was soll das bringen? Don't know. 2. 3, 4, 5, 6. Okay, doch passt. Drei Knöpfe, ebenso drei Ablagefächer. Ob dort persönliche Gegenstände sortiert worden sind? Nein. Mach mal nochmal das Licht aus. Okay, ich schleich mich dahin. Und? Also hier leuchtet tatsächlich was. Aber ich glaube, das bringt uns nicht so viel. Und ich frage mich, warum das leuchtet. Aber tatsächlich. Gute Frage. Aber du siehst es auch, ja? Ja. Keine Ahnung. Schatz, bist du mir böse, wenn ich sage, dass wir diese Folge lieber hier beenden sollten? Nö, aber ich bin frustriert, muss ich gestehen.
Ja, verstehe ich. Ich wäre hier gerne weitergekommen. Ich wäre hier halt wirklich gerne weitergekommen, weil das triggert mich jetzt voll, dass wir hier nicht weiterkommen. Aber wir kommen hier halt wirklich gar nicht weiter. Klebt vielleicht irgendwas an der Decke, was wir nicht sehen? Keine Ahnung. Nö. Warum kann man hier unter die Treppe? Steht da irgendwas dran? Auch nicht. Ich weiß es nicht. Minida, minida. Ja, also ich würde hier an dieser Stelle die weiße Flagge schwenken. Olli gibt gerne schnell auf. Was? Das ist absolut nicht korrekt, aber wenn ich gar keine Anhaltspunkte habe und der Hinweis mir keinen Hinweis gibt, ist halt schwierig. Also 3 days. Trace. Maybe they are for sorting personal items. Oh ja, wirklich. Das ist doch klar, aber das passt ja nicht. Oder haben wir oben wirklich noch? Also oben ist auf jeden Fall auch noch ein Dingen verschlossen. Ein Dingens ist verschlossen? Ja, beim Tisch fehlt uns noch ein Schrank. Ja, dann läuft das ja eh noch auf mehreren Ebenen hier. Das ist dann ja klar. So. Wo denn? Unten links. Ah, stimmt. Die Frage ist, wie machen wir da was dran? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Oh! Oh? Was ist los? Ich habe das jetzt zugemacht und dann konnte man da noch ein Stück weiter gehen. Also ja, da stand ich auch schon drin. Da stand ich leider Gottes auch schon drin. Kommt er hier mit einem Klappstuhl, wollte ich gerade sagen. So hässlich bin ich gar nicht. Er hat den Klappstuhl ausgegraben, Freunde. Taktisch klug. Und hier unten siehst du halt auch nichts. Schade. Nee, man sieht einfach gar nichts. Ja, ich bin raus. Sorry. Okay, Olli ist raus, dann schwenken wir hier die weiße Fahne. Das war nicht unser Level, würde ich sagen. Nein. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es euch gefallen hat. Dann können wir gerne andere Escape-Sachen spielen. Genau, dann können wir gerne andere Escape-Sachen spielen, aber ich glaube, das hier ist jetzt nicht mehr unser Fall. Es ist frustrierend. Aber probiert es doch gerne selber. Wie gesagt, das ist kostenlos. Genau. Escape Room, der kranke Kollege oder sowas heißt das Ding. Ja, das kommt eh in den Titel. Schatz. Also ja, das ist wahrscheinlich korrekt. Ja, aber wir sind nicht weitergekommen. Es würde mich halt wirklich interessieren, ob das von euch jemand schafft. Und wenn, wie man hier weitergekommen wäre. Das würde mich halt total interessieren. Aber ich will mich jetzt auch nicht spoilern, falls es einer von euch schafft. Verstehe ich. Und dementsprechend würde ich sagen wir dann ciao Kakao und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.